Wir sind in der Chipsabteilung. Auf jeden Fall brauche ich einfach Skittles. Oh, Alter. Und Toffifee, brauche ich auch. Ja, ich muss das bezahlen. Ja. Und? Ja, guckt euch das an. Was geht ab, meine Freunde? Welcome back zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um mich. Denn ich darf heute aussuchen im Einkaufsladen, was ich möchte. Ich bin gerade erwacht aus meinem wohlverdienten Schwangerschaftsschlaf. Nachmittags um 3. Passiert auch manchmal um 2 Uhr nachts. Kam dann zu Tapia und meinte so, ich habe die Idee für ein Video. Und zwar gehen wir einkaufen und ich suche aus, was ich will. Und tatsächlich habe ich es geschafft, ihn zu überreden, dass er dieses Video feiert. Und genau das werden wir jetzt tun. Normalerweise ist es so, dass ich ab und zu immer noch sage, Schatz, komm, entspann dich so. Das sind deine Hormone, das ist die Schwangerschaft. Aber ich denke so, okay. Ich wollte schon sagen, seine Schwester. Ihre Schwester kommt morgen zu Besuch. Und die haben gesagt, alles klar. Wir müssen sowieso einkaufen. Ich halte mich heute komplett raus. Und du darfst den kompletten Einkauf bestimmen, was sehr, sehr selten vorkommt, Leute. Also in dem Sinne, ab ins Kaufland. So, mein Schatz, jetzt erstmal, was essen wir heute Abend? Heute Abend? Ich habe Lust auf Burger, aber ich dachte, meine Burger sind vielleicht ein bisschen zu krass, deswegen gibt es Big Mac Salat. Big Mac Salat. Damit noch ein bisschen Salat dabei ist. Apropos, wenn ihr das Rezept noch nicht kennt, unten in der Beschreibung gibt es ein Video. Haben wir nämlich schon mal gemacht. Ja. Jetzt kommen erstmal die spannenden Sachen. Nee, jetzt kommen noch nicht die spannenden Sachen, weil Obst und Gemüse, das muss halt sein. Okay, also ich sag echt nichts. Ich sag kein Wort. Du kaufst komplett alles ein, was du willst. Ist auch ein bisschen befreiend, muss ich sagen. Endlich mal, wo ich wirklich mich nichts um keinen Einkauf kümmern muss. Bestimmt kommen gleich nur noch Süßigkeiten in den Wagen oder so. Schau mal einer an, was ich gefunden habe. Na? Was ist das? Ist das ein Käseschinken-Croissant? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich auch nicht. Ich sehe keins, hast Pech gehabt. Pizza Margherita. Ja, was ist das hier? Das ist Pizza Margherita? Butter Croissant. Das ist gut. Das sieht aus wie ein Käseschinken-Croissant. Ja, ne? Ja. Komm, ich beiß mal rein. Beiß mal rein. Beiß mal ab und dann fühl mal raus. Halt mal. Nimm's mit der Hand raus, sieht keiner. Nee. Nimm's mit der Hand raus. Mach mal nicht, mein moralischer Kompass sagt nein. Nimm's schnell. Mich kennt, weiß, ich liebe Schokopops. Aber eigentlich liebe ich nicht nur Schokopops, sondern ich liebe generell Cornflakes. Das stimmt. Deswegen nehme ich eine, zwei oder drei Packungen. Oh, übertreib's nicht bitte. Ach. Niemand braucht so viele Kelloggs. Ich möchte viele. Dein Ernst? Und ich möchte... Oh, Digga. Wir haben noch Schokopops zu Hause. Digga. Oh ja, die Lion Series sind auch geil. Dein Ernst? Warum denn das Big Pack? Ja, gut. Gut, da hat aber leicht ein bisschen recht. Oh, da sind die richtigen Schokopops. Aha, das war so. Warum habe ich mir das jetzt angetan, ne? Weiß ich nicht. Du hast ja gesagt. Oh, das sind die Minis. Ah, nee, ich soll nicht so viel Zimt essen. Was denn? Na gut, wir belassen es jetzt mal bei den beiden. Bei welchen? Einmal Honey Pops und einmal. Ups. Die sieht spannend aus hier. Oh, und dann sehe ich auch schon die nächste schöne Abteilung. Was denn? Tiefkühlabteilung. Oh. Kuchen? Deine Kuchen. Nein, du willst keinen Kuchen. Doch, ich will Kuchen. Nein, du willst keinen Kuchen, Baby. Ich habe ein Gerücht, dass wir keinen Kuchen wollen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du Kuchen möchtest. Dann hätte ich gern so... Kartoffelecken oder Potato Fried, irgendwas in der Richtung. Kann man immer brauchen. Schwierig, wenn du alles selber aussuchen musst, ne? Und diese Churros habe ich schon so oft gesehen, dass die voll lecker sein sollen. Ja, die nehmen wir. Okay. Hier, vielleicht willst du einen Wodka-Shot? Wodka-Eis? Ja, klar.
Gin Tonic Eis. Nur das Beste für die Kleine. Himbeeren und Erdbeeren. Wer unser russisches Video noch nicht kennt, Beschreibung. Ja, Pelmeni haben wir da nämlich gegessen en masse in Moskau. Checkt es gerne ab. Ja, die haben hier im Kaufland tatsächlich echt viele russische Einkäufe, muss ich schon mal sagen. Ich bin auch in der Schwangerschaft tatsächlich ein riesen Antipasti-Fan. Und ich stehe unglaublich auf diese gefüllten Paprikas mit Frischkäse. Ja. Aber ich stehe auch extrem auf Peperoni mit Frischkäse. Oh nee. Oh komm schon, das ist fies. Ich mag die nicht. Seit wann magst du denn Peperoni? Das sind milde Peperoni. Schmeckt echt? Gut? Ja. Oh, Alter. Jodi. Oh nee, das sind nur Orange. Ich dachte, das wären gemischte. Warum nicht? Pizza? ich hab das Pizzaregal schon gesehen und dachte gerade, wetten, die sagen gleich Pizza. Das war so klar. Pizza? Oh ja, die. Also Ristorante ist ja eine meiner Lieblingspizza-Marken, also Dr. Oetker, aber das irgendwie nicht so, muss ich sagen, ne? Doch, ist nicht das so ist voll lecker. Echt? Ja. Krieg ich davon wenigstens was ab? Ja, natürlich. Ich teile mit dir. Weil ich lieb bin. Boop. Wir sind in der Chipsabteilung. Wir sind in der Süßigkeitenabteilung. Das ist quasi das Kryptonit einer jeden Schwangeren, würde ich fast behaupten. Ja. Auf jeden Fall brauchen wir salzige Chips. Echt? Meine Schwester kommt zu Besuch und ich weiß, sie liebt salzige Chips. Okay. Aber welche möchte ich? Oh komm, Mensch. Oh komm, Schatz, bereichst du nicht eine Packung Chips? Die ist ja für meine Schwester, ist ja nicht für mich. Dein Ernst? Ja, mein Ernst. Ketchup. Auf jeden Fall brauche ich auch noch Skittles. Oh, Alter. Und Toffifee, brauche ich auch. Also wir essen noch Gemüse, nur so nebenher, nur dass ihr Bescheid wisst. Ich habe Bananen gekauft, ich habe Paprika gekauft. Die legen wir auch gleich alle wieder zurück ins Regal, nur fürs Video, damit ihr wenigstens gesehen habt. Eine auf Jody ist auch mal gesund. Oh, die sind auch gut. Die? Oh nee. Davon gibt es die günstigen hier, diese Fake-Dinger, glaube ich. Was für günstig? Ja, ich muss das bezahlen. Ja, und? Du hast gesagt, wir machen das Video. Möchte ich dir oder möchte ich Skittles? Wir sind eigentlich auf Schnäppchenjagd, aber heute irgendwie ist alles in Ordnung. Oh, jemand schrieb mir, ich soll Schokobons kaufen. Wer schrieb das? Meine Followerin. Ja, guckt euch das an. Hey, es ist kein Scherz, Leute, ne? Das ist nicht gelogen. Wenn ich das jetzt entscheiden dürfte, dann würde das definitiv in der Menge nicht in den Wagen kommen. Definitiv nicht, ich schwör's euch. Ja, ihr wollt das, ja, ja. Also bitte haut mal jetzt einen Daumen nach oben raus für dieses Video. Damit das wieder wenigstens in die Kasse wieder reinkommt. Und ich weiß, meine Schwester mag auch Fantasia. Das ist deine. Alter. Babe, jetzt übertreibst du es echt. So viele Sweets. Wir essen die ja nicht alle an einem Tag. Das reicht ja für eine Woche. Oder eine halbe. Ey Leute, ich weiß echt nicht, worauf ich mich da eingelassen habe. Das ist schon so viel an Sweets und so, was wir normalerweise nicht in der Menge auf einmal kaufen. Leute, wisst ihr, was ich schon lange nicht mehr gegessen habe? Was denn? Kinder Maxi. Digga, Schatz, du übertreibst das echt. Video hin oder her, aber du kannst doch nicht übertreiben, so viel jetzt reinhauen. Hey Mädels und Jungs, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr die Möglichkeit hättet, einen Tag lang auszusuchen oder einen Einkauf lang auszusuchen, was ihr wollt, würdet ihr es genauso machen wie ich, oder? Oder was würdet ihr kaufen? Schreibt es mal in die Kommentare. Ja, schreibt es in die Kommentare, interessiert uns auf jeden Fall. Haha, jetzt finden wir kein Kinder im Maxi King. Hast wohl Pech gehabt, Schatz. Das ist dein Ernst oder was? Ich suche Zero-Getränke und Dr. Pepper, weil... Oh, ich hasse Dr. Pepper. Ja, aber bitte. Ich weiß, meine Schwester und ich, wir lieben Dr. Ja. Pepper. Sie kommt zu Besuch. Es soll für sie Urlaub sein, deswegen holen wir Dr. Pepper. Ja, schreibt mal in die Kommentare, was ist euer Fave? Cola oder Dr. Pepper? Wofür würdet ihr euch entscheiden? Also ich definitiv Cola. Safe. Hast wohl leider keine Hand mehr frei, ne? Gnädige Dame, ich darf nichts machen. Du kaufst heute ein.
Schäm dich, du musst ein Schwangerer. Du sollst nicht schwer tragen. Komm her, ich nehme dir das ab. Wir haben leider keinen Platz im Einkaufskorb. Ja, schon mein Schatz, es passt leider nicht mehr rein. Also leider, es passt nicht mehr rein. Es passt nicht mehr rein. Ich glaube, ich bring's wieder zurück. Nein. Viele von euch schrieben mir Ben & Jerry's oder Hängende. Ich gucke jetzt einfach mal, worauf ich Bock habe. Falls ihr vorhabt, eine Frau zu schwängern, dann geht einfach alleine einkaufen. Das ist mein gut gemeinter Rat, weil das wirkt jetzt sehr extrem. Das ist es auch heute. Aber ich muss euch auch sagen, außerhalb solcher Videos ist sie auch sehr extrem und möchte möglichst alles haben. Und ich sage immer, Schatz, bitte halt dich kurz zurück. Halt dich zurück, das brauchen wir nicht. Überleg sie lieber zweimal. Also jetzt bin ich sogar von denen enttäuscht. Hier im Kaufland haben die einfach kein Ben & Jerry's. Die hatten immer Ben & Jerry's, die haben ja irgendwie Lieferprobleme oder so. Irgendwas, ja, Baby. Pech gehabt, ne? Ah, guck mal, hier gibt es sogar Plombier Bio, okay? Das ist unser russisches Eis. Das kenne ich sogar noch aus meiner Kindheit und ist nach Europa jetzt sogar gekommen. Plombier haben wir in Russland tatsächlich gar nicht gegessen, ne? Nee, haben wir nicht Plombier in Russland gegessen. Ja, weil ist ja auch dann in Russland nichts so Außergewöhnliches, ne? Ja, Pelmeni sind in Russland auch nichts Außergewöhnliches, doch, aber für uns schon. Doch, sind die. Doch, sind die. Pelmeni schmecken in Russland anders. Na gut. Sowas geht immer. Ich bin mir sicher, dass was ist das? So ein Mix. Mandel, weiße Schokolade, Vollmilch, Zartbitter. Okay. Das geht immer. Ja. Aber will doch was für auf den Weg. Dein Ernst? Es ist draußen, es ist eiskalt und du willst Eis auf dem Weg haben. Was ist das? Kaktuseis. Ach, die Dinger. Die sind so lecker. Ja. So, wir haben uns jetzt nochmal zurückgezogen hier in der Ecke, um euch zu zeigen, was wir alles eingekauft haben. Und ja, das ist halt gar nicht so schlimm. das sieht echt so. Chips, Pizza. Wir gewöhnen dich dran, wenn wir jetzt mal unsere Tochter haben, dann wird das normal sein. Also normal wird es also nicht die ganzen Süßigkeiten, aber ja, eine Menge an Essen. Lebensmitteln. Ja. Und ich habe auch Kartoffeln gekauft und Brokkoli und Obst und Gemüse, also generell viel Gemüse. Ja. Wenig Fleisch habe ich geholt, also eigentlich fast nichts. Ja. Heißt Veggie hier. Ja, und so ein paar Süßigkeiten, aber so ein paar, so Pipapo. So ein paar. Aber da müsst ihr mal ein bisschen Mitleid mit mir haben, sag ich jetzt mal. Mitleid, ja. Die haben bestimmt alle mit. Die sollten Mitleid mit meinem Bankkonto haben, lieber. Ja, mein Schatz. Habt ihr noch was gegeben? Cheddar Cheese and Red. Ach, Baby, komm schon. Wir haben jetzt zwei Packungen Chips. Komm schon, das klingt geil. Wir haben jetzt zwei Packungen Chips, das reicht jetzt langsam. Ist es dein Ernst, Alter? Whatever. Ich blende mal am Ende ein, wie viel der Spaß gekostet hat. In dem Sinne, meine Freunde, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Privatinsolvenz. Nein, Spaß. So schlimm ist es auch nicht, aber ja. Ich hoffe, deine Schwester gefällt das alles. Ja. Also es geht eigentlich. Ich hätte jetzt mehr erwartet. Ist nur ein 80er. Ja, ich hätte auch deutlich mehr erwartet. Hat's gehofft mehr, glaube ich. Nicht erwartet. Hat's gehofft mehr, ne? Nein, hat Pech gehabt. Haben wir für einen 80er nur eingekauft. Gar nicht. Also ich hätte schon gedacht über 100. Also wenn du das nächste Mal dran bist, dann kaufe ich für 300 ein. Nein. Andere Problem ist, dass Jodie ja gar nichts tragen kann. Und ich muss jetzt alles tragen. Und unser Wagen steht nicht gerade um die Ecke. Alles nicht. Ich trage die Kelloggs. Ja, toll. Das ist so schwer einfach. Stell dir nicht so an, Prinzessin.